Star Wars Outlaws ist nun auch mit knapp 2 Tagen Verspätung auf GeForce Now gestartet. Und natürlich werden auch hier wir euch ein kurzes Performance-Test-Video bieten. Mein Name ist Elite, willkommen bei Cloudplay, eurem Kanal rund um das Thema Cloud Gaming. Eins sei schon mal gesagt, das Ding wird euch umhauen. Ich habe am Ende des Videos noch eine Überraschung für euch, also spult entweder vor oder bleibt dran, das wird der Hammer. Die schlechte Nachricht ist, die Snowdrop Engine bringt selbst ein GeForce Now Ultimate ordentlich zum Kochen. Wir fangen mal bei der Grafikeinstellung an. Wir haben natürlich alles auf Ultra gestellt. Qualität Ultra, aber vor allem in den erweiterten Grafikeinstellungen. Alles auf Max. Hoch, Ultra, viele maximale Entfernungen und Objektdetails und vor allem hier beim Raytracing. Die sind ja selbst in der Standard-Ultra-Einstellung nicht gemaxt, aber wir haben ja alles auf die höchsten Stufen gedreht. Power Overloading. Die Filmkörnung habe ich euch ausgemacht, damit ihr ein besseres Gefühl für die Bildqualität bekommt. Bewegungsunschärfe selbstverständlich aus. Aber jetzt hier Direct Lightning und selbst hier schalten wir es jetzt auf Ultra. Wir spielen hier in einer 1440p Auflösung mit dem 21:9 Kinomodus. Nvidia Reflex ist an und wir starten erstmal ohne Upscaling. Das heißt, der Upscaling-Modus ist aus und auch die Frame Generation ist aus. Aber Leute, Ray Reconstruction. Dank der RTX 4080, ihr seht es oben rechts, haben wir jetzt auch die Möglichkeit, hier hochqualitative einzelne Strahlen zu berechnen und uns die volle GeForce RTX Power zu geben. So, und dann schauen wir doch mal, was dabei am Ende rauskommt. Los geht's mit Star Wars Outlaws auf den absoluten Ultra-Einstellungen. Ja. Und hier auch gleich direkt die schlechte Nachricht. Schaut mal, oben rechts, das Spiel knappert selbst mit einer performanten RTX 4080 ganz schön an den 30 FPS, beziehungsweise erreicht sie nicht einmal. Das heißt, selbst ein hochperformantes Cloud Rig System wie das GeForce Now Ultimate hat Probleme, in den maximalen Einstellungen aus der Snowdrop Engine mehr als 30 FPS rauszuholen. Das heißt natürlich auch, dass das System hier ordentlich gefordert ist, vor allem die Ultra RTX Einstellung, aber auch das Direct Lightning fordern hier die 4080 bis an ihre Grenzen. Die gute Nachricht ist natürlich, wir können jetzt erstmals auch auf die 4080 Power zugreifen mit die LSS3 Upscaling. Dafür stellen wir das hier mal auf Fest ein und die Upscaling Qualität auf Qualität. Ihr seht es oben rechts, wir sind fast verdoppelt, nicht ganz, aber wir sind jetzt schon mal bei 50 bis 60 Frames per Second und für viele ist das ja schon durchaus ein absolut akzeptables Niveau. Die Power des Deep Learning Super Sampling. Nvidia lässt hier vollkommen seine Muskeln spielen. Und das Beste ist, das Ganze kommt noch komplett ohne Zwischenbildberechnung aus. Ihr seht hier wirklich nur hochskalierte Frames. Also es sind wirklich sehr wenig, wenn überhaupt, Artefakte zu erkennen. Vielleicht in ganz schnellen Bewegungen. Oder wenn man sich auch gleich noch auf den Speeder setzt, dann kann man da schon das eine oder andere Artefakt erkennen. Aber im normalen Spielen schaut man hier auch die Reflexionen auf dem Boden, die Schattenwürfe, der Stormtrooper, der sich im hochpolierten Boden spiegelt. Es ist ein Traum und es ist die wahrscheinlich beste Version von Star Wars Outlaws, die ihr derzeit in der Cloud zumindest spielen könnt. So, dann holen wir uns nochmal unseren Speeder ran. Da ist er schon. Und auch hier, also jetzt bei schnellen Bewegungen, kann man es ein bisschen erkennen an den Haaren. Wenn ich so ein bisschen hin und her schwanke, da gibt es dann schon den ein oder anderen Artefakt. Und auch der Speeder hat keine richtige Lust, hier noch weiterzufahren. Diejenigen unter euch, die sich selbst damit nicht zufrieden geben, haben natürlich noch die Möglichkeit, Frame Generation dazu zu schalten.
Worum handelt es sich bei der Frame Generation? Nun, es werden Zwischenbilder erzeugt. Wenn jetzt 50, 60 Frames per Second ankommen, die Grafikkarte aber noch ein bisschen Luft hat, erzeugt sie zwischen diesen Frames auch noch künstliche Bilder. Ein künstliches Motion Smoothing. Das seht's oben rechts. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir sind hier bei über 100 Frames per Second. 1440p, alles aufs Limit gedreht. Die 4080 liefert uns hier wirklich eine hervorragende Qualität, maximale Performance. Höchstwahrscheinlich wird es auf GeForce Now Ultimate sehr viel besser laufen als auf vielen, vielen lokalen Systemen, die diese Power einfach nicht zur Verfügung haben. Ab und zu an den Rändern sieht man kleine Upscaling- und Frame-Generation-Artefakte, aber im normalen Spielen fällt euch das einfach nicht auf. Wie versprochen am Ende gibt's noch ein kleines Highlight, also schnallt euch an und macht euch auf was gefasst. So Leute, und wie versprochen, jetzt zum Ende nochmal ein echtes Highlight. Ihr seht es hier auf der rechten Seite, wir spielen in einer 4K-Auflösung mit maximalen Ultra-Settings, genau wie vorher schon beschrieben. Und schaut mal oben rechts, 60, 70 Frames per Second sind locker drin mit den Settings. Also der absolute Wahnsinn, was uns Nvidia hier für eine Qualität bietet auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite vor allem, was für eine phänomenale Performance. 4K-Auflösung, alle Regler aufgedreht, Ultra Raytracing, Ultra Direct Lightning, alles was die Engine hergibt, und schaut euch es an, es läuft super flüssig. Dazu müssen wir natürlich sagen, ja, wir haben DLSS auf Qualität eingestellt und wir haben natürlich auch die Frame Generation angemacht. Ansonsten hätten wir hier eher ein Daumenkino. Aber Leute, die Qualität lässt nichts zu wünschen übrig. Es ist absolut fantastisch und auch für die Leute, die an einem 4K-Bildschirm spielen, ist das hier die ultimative Art und Weise, das Spiel zu genießen. Damit entlasse ich euch aus dem Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr noch für Performance-Tests sehen wollt. Von Star Wars Outlaws, von den verschiedenen Plattformen oder auch weiterhin von GeForce Now. Vielen Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Indeed. Ihr schaut Cloud Play und denkt immer daran, the cloud will be with you. Always.